Und ein letztes Mal vielleicht. Willkommen zurück bei Dunkle Schatten. Ich glaube, ich bin mit meiner Gruppe jetzt einigermaßen zufrieden. Heiliges Schwert, heiliger Schild, Adamantiumsrüstung, heiliger Helm. Antike Helm, Adamantiumsrüstung, das da oben ist auch ein Artefakt. Das hier alles Artefakte. Das hier Artefakt. Ein unheiliger Stab. Das ist, glaube ich, das Einzige, was kein Artefakt ist. Aber Angel wird sowieso selten bis... vielleicht nie mit diesem Stab angreifen. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir gehen langsam mal Richtung Gargash. Es gibt vielleicht noch ein oder zwei Tempel, in denen ich noch nicht drin war für zusätzliche Adamantiumsrüstungen. Aber ich denke nicht, dass ich die noch brauchen werde. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich hin soll. Es gibt zum einen diesen Punkt hier, von dem ich jetzt noch nicht weiß, wenn ich mit der Rune den Stein berühre. Okay, also hier bin ich schon richtig. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das gestimmt hat. Aber anscheinend bin ich hier richtig. Irgendwas tut sich. Ja? Das wird mich jetzt wahrscheinlich in die Welt von Gargash teleportieren, wenn ich raten müsste. Ein Tor, ach guck an. Und tschüss. Weil, ich wollte kurz noch was gucken, weil es wär entweder das gewesen oder das hier. Aber bei dem Ding tut sich nichts. Das könnte eventuell mit dem Part zusammenhängen, als ich hinter diesem oder bei diesem Wasserfall war, da war ich ja unten bei diesem Wassergeist und dann war auch solche Strudel. Aber der Strudel sah am Anfang verdächtig aus, aber der könnte dazu gehören. Okay, egal. Dann würde ich sagen, nein, nicht da landen, sondern da. Und ab durchs Tor, zack. Das ist also die Unterwelt. Suchen wir Gargash. Nein, dunkle Heiler, weg. Ich will nicht mehr leveln. Und weg ist der. Und weg ist der Nebel. Was ist das da? Turm der Intelligenz. Oh Gott, oh Gott. Willkommen, Menschen. Tja, das ist die Frage, wer ich bin. Völlig egal. Will mit euch spielen, deswegen bin ich hier. Die vier Kristalle zu zerstören. Kristall, dann müsst ihr einige Rätsel lösen. Gespannt, ob ihr es schafft. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay, gucken wir mal. Turm der Intelligenz. Ich bin gespannt. Sowas mag ich eigentlich. Nur einer ist das Leben würdig. Der da. Deine Wahl war weise. Gehe deinen Weg. Ja, pf, easy. Okay, okay, was jetzt? Wie heißen die vier Schattenherrscher? Ah. Krenak? Es kann nur das erste oder das zweite sein, weil... aber da steht Gargash, also wird es das erste sein. Krenak, Fugal, Sandor, Gargash, das klingt... ja, das ist richtig. Klick! Schätze mal, das hat gestimmt. Wie heißt du? Ah, komm! Komm, gib mir was Schwierigeres. Nenne deine größte Schwäche. Ja, er ist allergisch gegen Hühner. Das stand, glaube ich, in der ersten Folge in diesem Charaktervorstellungs... hat das gestimmt? In diesem Charaktervorstellungsmenü. Die beste Rüstung, die jede geschaffen... Adamantiumsrüstung. Was kostet ein Tonic? Oh, kacke, keine Ahnung. Oh, shit. ...40? Nein! Nein! Okay, egal. Wie heißt der Ort, an dem Schiffsunglück aufgewachsen bist? Jolit. Wo soll ich denn wissen, was ein Tonic kostet? Keine Ahnung, 30? Ich weiß es nicht. Der Herrscher über die koexistenzielle Ebene.
Die koexistenzielle Ebene hatte einen Herrscher? Ich meine, Fungal war, glaube ich, dieser Typ, der mich halt im Kampf getötet hat, glaube ich, und dann in die Unterwelt geschickt hat, oder? Hä, hey, keine Ahnung. Die koexistenzielle Ebene hatte einen Herrscher? Ich weiß überhaupt nicht, wer Aton ist. Das war nur geraten. Hoffentlich darf ich so oft wie oder unendlich oft raten. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ebenenmeister, ich weiß es nicht. Habe ich den mal getroffen? Beantworte 2 oder dein Leben ist vorbei. Was? Beantworte 2 oder dein Leben ist vorbei. Ach so, ich dachte jetzt schon, vielleicht beantworte 2 irgendwie, wenn du zweimal daneben gelegen hast, hast du jetzt irgendwie verloren oder so. Ah, bitte kein Mathe. Eine Qualle wiegt 100 Kilogramm zu 99% aus Wasser. Wenn man nun diese Qualle leiden lässt, wieso sollte man eine Qualle leiden lassen? Indem man sie auf einen Stein in der Unterwelt legt, verliert sie schon nach kurzer Zeit 1% ihres Wassergehalts. Sie trocknet langsam aus. Wie viel wiegt diese Qualle, nachdem sie 1% ihres Wassergehalts verloren hat? Eine falsche Antwort ist sehr schmerzhaft. Ich habe doch keine Ahnung, wie man eine solche Frage lösen könnte. Ja, in der Zeit gab es halt noch keine Taschenrechner. Pech für dich, deine Antwort. Ich muss wohl raten. Falsch! Ich habe nicht... Hä? Moment, warte mal. Eine Qualle 100 Kilo zu 99% aus Wasser. Das heißt... 99 Kilogramm zu 99 Kilo besteht die aus Wasser. Aber warum auf einen Stein in der Unterwelt? Verliert sie nach kurzer Zeit 1% ihres Wassergehalts? Sie trocknet langsam aus. Wie viel wiegt diese Qualle, nachdem sie 1% ihres Wassergehalts verloren hat? Hä? 1% von 99 Kilo sind doch irgendwie, keine Ahnung, unter einem Kilo oder so. Hä? Was ist das peinlich, ey. Erstaunlich gut, gerade keine Ahnung. Die Antwort war also richtig erstaunlich, oder? Nur 1% ihres Wassergehalts. Oh Mann! Was? Ich kapier's ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Keine Sorge, du musst jetzt nicht in die Kommentare schreiben und, oh, wie kannst du nur so blöd sein und du musst es mir nicht erklären. Es ist mir auch ehrlich gesagt egal. Hauptsache, ich habe richtig geraten. Lavafluss, du willst auf die andere Seite. Neben dir liegt ein Holzbrett. Was machst du? Falsche Antwort, wie man eine solche Frage lösen könnte. Pech für dich. Naja, ich meine... Mit dem Brett komme ich in einem Lavafluss nicht weit. Ich springe rüber, woher soll ich wissen, wie groß der ist? Ans Ende des... Ein Lavafluss in der Unterwelt hat kein Ende. Woher soll ich das denn wissen? Keine Ahnung, wie wäre es, ich springe drüber? Falsch! Wie viel Schaden kriege ich eigentlich immer so? Das muss ich gleich mal nachschauen. Erstaunlich gut geraten. Kein Sterblicher gelangt ohne weiteres über einen Lavafluss in der Unter... Was sind denn das bitte für Fragen? Naja. Nun wirst du leiden von mir aus. Ihr könnt denken, aber könnt ihr auch kämpfen? Naja, ich weiß ja nicht. So, holy... keine Ahnung, Gift. Zack, 140, wurde vergiftet, ist blind, schläft ein. Dieser Zauber ist einfach viel zu stark. Dieser Zauber von Alex ist einfach viel zu stark.
mache mal vielleicht noch die Rüstung weg. Versuch zu meucheln. Dann probier mal zu meucheln. Hey, das mit der Qualle verstehe ich immer noch nicht. Jetzt habe ich ja ein bisschen Zeit. Das dauert bestimmt mit Sicherheit eine halbe Stunde, bis ich das Viech irgendwann mal umgehauen habe. Wenn eine Qualle 100 Kilo wiegt, aber zu 99% aus Wasser besteht, dann besteht sie zu 99 Kilogramm aus Wasser und zu einem Kilogramm aus, keine Ahnung, Masse halt. Und wenn sie nach kurzer Zeit 1% stand der 1% ihres Körpergewichts oder 1% ihres Wassergehalts? Weil wenn 1% ihres Körpergewichts oder so dastand, ach, ich weiß es nicht mehr. Wann wollen wir den Kristall mal zerstören? Kristall zerstört, überrascht, dass ihr es geschafft habt. Ah ja, okay, ich verstehe. Ich muss wahrscheinlich in vier verschiedene von diesen Türmen reingehen und da irgendwelche Rätsel lösen. Oder wie viele waren das? Waren das vier Kristalle? Ich weiß es nicht mehr. Moment mal, muss ich mich überhaupt auf dem Zeug bewegen? Das sieht so aus, als könnte ich hier... Okay. Gut, Turm der Stärke. Willkommen, wer bist du denn, Tja? Bedeutungslos, will mit euch spielen. Vier Kristalle. Okay, es waren vier. Kurzen, harten Weg, nicht besonders lang. Umso starke Gegner. Flucht unmöglich. Gespannt, ob ihr es schafft. Okay, dann sind es wahrscheinlich... Also, hier kann ich noch fliehen, aber ich denke mal, sie meinen wahrscheinlich... Ich denke mal... Man könnte ja zum Beispiel an einem Punkt, wo ich mich hin... Wenn ich zum Beispiel auf diesen Punkt tritt, dann könnte ein Kampf herbeigerufen werden, bei dem man nicht fliehen kann. Aber ich scheine jetzt fliehen zu können. Klick. Das war der Punkt, aber wahrscheinlich noch gar nicht. Weg, Intrige, Gesundheit vorreicht Eier. Ich denke mal nicht, dass das die Kämpfe schon sein soll. Dies ist der Weg der Würde, Stärke vor Gesundheit. Ja, klingt gut. Ey, das ist ja hier drin noch schlimmer. Hier kommen ja alle zwei Schritte irgendwelche Kämpfe. Nein, ich will immer noch nicht gegen euch kämpfen. Ich meine, ich könnte ja mal einen Kampf testen. Um zu schauen, wie viel Erfahrung ich hier so kriegen würde. Vielleicht könnte ich hier ein bisschen leveln. Ich glaube, ich kämpfe mal gegen solche. Aber ich hab gegen Standardgegner so starke Zauber. Vergiftet, verstummt, geschockt. Ich glaube, ich habe doch keine Lust. Ich habe es mir anders überlegt. Tschüss! Ja, wenn der jetzt da oben steht und sagt, gut gekämpft, du bist wirklich stark. Ja, alle. Du bist wirklich stark, dann Respekt. Dann war das ein schwerer Turm. Ich hätte mich wahrscheinlich für den richtigen Weg entscheiden sollen. Mal schauen, was er hier sagt. Du hast dich für den Kampf entschieden, so sei es. Streitwagen. Ach was, ich hätte mich vielleicht vorher mal heilen sollen. Egal, das kriegen wir hin. Mal verfrischen. Der hat überhaupt gar keinen Schaden gekriegt. Manchmal, der hat gar keinen Schaden gekriegt. Ist der vielleicht immun gegen Magie? Ja, es könnte sein, dass der immun gegen Magie ist, weil... Die normalen Zauber machen schon eigentlich ganz gut Schaden. Die normalen Angriffe. Es ist überhaupt gehirnzermürbt.
Das klingt vielleicht nach irgendwas wie Stärke, Intelligenz runter oder so. Da hätte ich jetzt auch vielleicht mal so einen Ultima-Stein hernehmen können, aber die hebe ich mir mal auf. Gratulation, ihr dürft jetzt zum Kristall. Okay, ich dachte, die Flucht ist unmöglich, aber Gott sei Dank war sie es nicht. Okay, dann nichts wie raus hier. Komm einfach her, Gargash. Ich bin sowas von bereit. Ich bin sowas von bereit für dich. Da unten ist der Nächste. Nein, geht weg! Da. Gargashs Verlies. Okay, da soll ich wahrscheinlich noch nicht hin. Ich denke mal, ich soll erstmal die anderen Kristalle noch machen. Lass mich in Frieden. Lasst mich in Frieden. So, was haben wir hier? Turm der Zeit, 10 Minuten willkommen. Wer bist du denn? Völlig bedeutungslos. Kristalle. Dürft ihr nur 10 Minuten brauchen? Flucht natürlich nicht möglich. Das habe ich schon mal gehört. Sind zu schnell für euch. Gespannt, ob ihr es schafft. Nicht runterfallen, Mikro. So. Okay, jetzt beginnt die Zeit zu laufen. Gucken wir mal. Oh, nee, sag, ich probier's trotzdem noch ein, zweimal. Oh, nee, diesmal geht die Flucht wirklich. Okay, die Flucht geht doch. Ja, weil ich denke mal... Selbst wenn ich 2-3 Mal beim Fliehen scheitern sollte, bin ich wahrscheinlich immer noch schneller, als wenn ich die gleich von Anfang an bekämpfe. Also mit Flucht ist unmöglich. Oh, mit Flucht ist unmöglich. Wollten mich die... Diese Schattentypen am Anfang aber auch immer nur auf eine falsche Fährte locken. Gott sei Dank. Hier vielleicht. Komm, komm. Ja, das sieht gut aus. So viele Viecher kenne ich aus Vampire's Dawn 1. Ich geh gleich mal rechts lang. Da hatte ich am Anfang ja echt Pech gegen diese 3 Samurais. Okay, da wäre eine Truhe gewesen. Gegen diese 3 Samurais habe ich einfach 5-mal oder 3-mal oder so nicht fliehen können. Hätten die mich noch 2-mal geblockt beim Fliehen, hätte ich gedacht, okay, es ist wahrscheinlich wirklich unmöglich, gegen die Viecher zu fliehen. Ihr seid alle wirklich wunderhübsch, aber ich habe keine Zeit für euch. Elixier... Nein! Vielleicht summiert sich das, wenn 3 sehr starke einzelne Gegner dich hier in einer Gruppe angreifen. Vielleicht summiert sich dann deren Wahrscheinlichkeit, dich vor einem... vom Fliehen zu unterbinden. Klick! Kristall Nummer 3. Ihr habt ihn zerstört. Gargash war sehr überrascht. Okay, letzter Kristall. Links unten, gucken wir mal. Schlimmer oder peinlicher als der Turm der Intelligenz kann es eigentlich nicht werden. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur verlesen. Unterwelt. Ah ja, fass das bitte nicht an. Welche Überraschung, menschlicher Besuch. Keine falsche Bewegung. Ich werde euch helfen. Seid ihr alle ebenso wenig auf Gargashs Seite? Ein paar Dinge verkaufen, ebenso manchen Leben... Stirb, du Monster! Nein! Abenteurer Ausrüstung nicht freiwillig über... Du hast sie getötet! Wir kaufen doch! Tun wir! Anderer Meinung und ein paar Dinge zeige. Sieh dir das mal an. Von den Höllenschmieden selbst hergestellt. Kralle aus den tiefsten Tiefen der Hölle. Okay, das brauche ich alles nicht. Angel muss ich eigentlich, weil ich habe nur noch 14.000 Phila, ich muss mir eigentlich jetzt für Angel keine Waffe kaufen. So selten wie die angreifen. Ich könnte mir mal ein Höllenschwert kaufen und mal gucken, inwiefern das wirklich stärker ist.
Oh, das ist tatsächlich ziemlich gut. Was hat denn Hyuga für eins an? Heiliges Schwert? Ich glaube, ich kaufe ihm auch noch eine. Ich wusste, dass ihr wiederkommt. Todeskeule. Drachenschild. Ich kaufe noch ein Höllenschwert. Ich mache lieber viel Schaden, als dass ich viel aushalte. Ich kann immer ein bisschen was verkaufen. Katana. Das heilige Schwert behalte ich mir mal. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das das Schwert ist, das ich brauche. Wobei, das kann ja nicht sein, um Gargash zu verbannen. Weil so hat das eigentlich... Kralle benutze ich eh keine. So hat es eigentlich der Geist gesagt. Ultima Stein. Zelte. 16.000, das reicht jetzt erstmal. Ich habe, glaube ich, ein Höllenschwert noch gekauft. Jetzt kann ich noch zwei Schilde kaufen. Nein, ich brauche dich nicht. Ausrüstung. Naja, so viel stärker wäre das jetzt auch nicht gewesen. Aber das Höllenschwert zumindest. Okay. Irgendwelche Items, aber so brauche ich nicht mehr. Jetzt will ich erstmal den letzten da oben. Turm der Magie. Gucken wir mal. Willkommen, Menschen. Völlig bedeutungslos. Okay, zeig her. Kristall, dürft ihr nur Magie im Kampf verwenden? Eure normalen Waffen wirkungslos? Also ich meine, jetzt überlege ich mir. Ich werde sowieso fliehen. Aber so im Nachhinein überlege ich mir, sollte ich Dunkle Schatten tatsächlich irgendwann nochmal spielen? Mir geht es jetzt hauptsächlich darum, die Story zu wissen. Weil du halt in Vampire Stone 1 und 2 und wahrscheinlich auch im 3er halt ständig von Dunkle Schatten irgendwas hörst. Aber sollte ich es nochmal spielen, dann spiele ich vielleicht mal anhand von deren Regeln. Dass ich nicht fliehe, dass ich hier auch wirklich kämpfe, aber... Solange fliehen funktioniert, warum nicht? Weg da, Hydra! Vor allem nur Magie im Kampf verwenden. Die arme Christine. Geht weg, Werwölfe! Schau erstmal, nee, da unten ist nix. Bei der Holzbrücke über dem Lavasee muss ich gerade irgendwie an das eine Rätsel denken, was ich gerade... Also Rätsel. Was ich gerade eben hatte. Geht weg! Ich bin mir übrigens nicht sicher, wenn man flieht, ob dann die... Kämpfe schneller kommen. Oder so. Okay, wunderbar. Nichts wie raus hier. Jetzt wird es wahrscheinlich gegen Gargash gehen. Ich habe genug Ultima-Steine dabei und genau dafür sind die dabei. Es gibt ja in jedem Spiel immer irgendein Item, das ziemlich stark ist. Hier sind es jetzt vielleicht die Ultima-Steine. Darf ich mal bitte... Hier sind es jetzt wahrscheinlich die Ultima-Steine. Heilung. Und in anderen Spielen halt irgendwelche anderen Sachen, die dann einige Kämpfe echt leichter machen, wo man sich überlegt, ach, soll man diese Items wirklich verwenden? Aber jetzt gucken wir mal, vielleicht gehen die Ultima-Steine gegen Gargash ja gar nicht. Ihr habt es geschafft, alle Kristalle zerstört. Aridan weiß Bescheid, er wird seine Truppen mobilisieren. Ich werde euch noch schnell heilen. Gut, macht euch schon mal bereit. Es ist soweit. Der Zeitpunkt gekommen, für den ihr ausgebildet worden seid. Jetzt, wo ich gesehen habe, wie diese Gammel-Soldaten schon gegen diese schwachen Viecher in Lanar verloren haben. Pah. Wir stürmen den Eingang, dann in Rest. Seid ihr bereit? Ich teleportiere euch. Ja, wir werden gleich kommen und bis zur Seite gehen. Alex, es ist soweit. Auf geht's! Das ganze Kanonenfutter. Wie die Mutter im Weg steht. Wie die rechte Gruppe an Männern gar nicht nach oben gekommen ist, weil die Mutter im Weg stand. Din, 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 din. Ja,
Ihr solltet vielleicht nicht nur im Kreis rennen, sondern vielleicht solltet ihr mit mir zu Gargash kommen. Kannst du mich nochmal heilen? Lass dich heilen! Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, ach, wir kämpfen gegen Dämonen. Die werden mit Sicherheit nicht fair kämpfen. Hallo, Gargash. Was seid ihr doch für Wichte? Versuche es. Anderen Schattenherrscher alle getötet, keine Angst vor dir. Das war nur der Anfang, ja, dass die Soldaten nicht lange überleben. Arida nimmt seine Seele in ein Supermonster verwandeln, echt? Das ging ja schnell. Wie wäre es, wenn du gegen deine Mutter kämpfst, du Ekel? Verdammt, sie ist entkommen. Ich habe Aridan. Sucht nach ihm. Retten, bevor er mein persönlicher Sklave wird, du Schwein. Nicht wissen, Supermonster Aridan. Naja, Aridan in Supermonster zu verwandeln, ich weiß ja nicht. Nein, geht weg von mir. Ja, die machen ganz schön Aua, Mann. Ich hoffe, ich habe genug Heil-Items dabei. Ich will aber fliehen. Zack, 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 zack. So will ich das haben. Absichtlich nicht leveln, damit es am Schluss auch wirklich schwer wird. So will ich das haben. Tod denen, die denken, der Weg nach unten würde sie dem Ziel näher bringen. Es ist der einzige Weg, den ich habe. Ich gebe, glaube ich, mal das magische Amulett, gebe ich mal Angel. Ich glaube, dass sie das jetzt erstmal dringender braucht. Vor allem erfrischen 3 kostet 13 Mana und Heilung 3 auch. Aber erfrischen 3 heilt 300 HP, was praktisch die gesamte Gruppe voll geheilt ist. Und Heilung 3 wird wahrscheinlich eine einzelne Person voll heilen. Also warum sollte ich jemals, wie ich es gerade gemacht habe, die normale Heilung hernehmen, wenn ich gleich die ganze Gruppe voll heilen kann? Komm, den können wir mal angreifen. Dass ich zumindest mal irgendeinen Gegner hier drin umgehauen habe. Zack, schläft ein. Weicht aus. Machen normale Angriffe? Ja, die machen auch einigermaßen Schaden. Ja, du hast jetzt das Amulett nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weg mit dir. 500 EP für einen einzigen Gegner. Ah ja. Ein Elixier. Habe ich noch nie benutzt. Ich habe weder ein Zelt irgendwann benutzt, noch habe ich irgendwann mal ein Elixier benutzt. Genau wie die Vampirsteine. Die benutze ich einfach nie. Zack, zack. Zack. Also sofortige Todzauber finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Habe ich denn noch überhaupt genug Engelstränke? Weil Angel darf mir nicht zusammenbrechen. Geht weg! Aber ich glaube, der Kampf gegen Gargash wird echt lustig. Wenn die normalen Viecher hier auch schon einigermaßen stark werden. Könnt ihr ja mal ein Ult... Komm, wenn jetzt nochmal so eine Dreiertruppe kommt, schmeiße ich mal einen Ultima-Stein hier rein. Din, din, din. Nee, das sind nur 2. Dafür will ich keinen Stein verbrauchen. Hat das gestimmt? Ist das ein Seil? Ja. Komm schon her, Gargash. Komm schon her.
Hoffentlich darf ich vor Gargash nochmal speichern. Ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal gegen das Supermonster Aridan kämpfen. Din, 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 din. Ah, hier! Ah, komm jetzt, da hau ich jetzt mal einen rein. Geht ihr auf die ganze Gruppe? Keine Ahnung. Wo ist denn Wasser? 20 Mana. Chaos und du... Ultima-Stein. Jetzt komm, jetzt will ich was sehen. Verwirrt. Zack, 183. Verstummt, schläft ein. Alle Verteidigungen fallen. Der ist cool, der Stein. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil das muss ich mir jetzt für alle drei Monster erstmal anhören. Interessant wäre es halt, ob die stacken. Wenn ich zwei Ultima-Steine gegen Gargash zum Beispiel verwende... Ja, greift einfach alle an. Wenn ich zwei Ultima-Steine verwende, ob dann diese Verteidigung... Oder ob diese Anfälligkeit für bestimmte Waffentypen dann noch weiter fällt. Wieso überlebt er denn so lange? Der hintere ist doch direkt gestorben. 1400 Erfahrung. Ja, aber ich will nicht mehr leveln. Ich will, dass der letzte Kampf so richtig... Ich will, dass der knackig wird. Was für eine Hitze. Naja, du überlebst es schon, Alex. Irgendwie bin ich ganz froh, dass ich mich irgendwann dazu entschlossen habe, was er der Menschheit angetan hat. Irgendwann mal zu fliehen. Din, 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 din. Mutter konnte sich in Sicherheit bringen. Naja, Gargash hat ja gesagt, sie ist entkommen. Für Aridan sieht es wahrscheinlich nicht so gut aus. Ich hoffe, wir haben ein paar Schutzschuhe dabei. Nee, habe ich nicht. Es gibt ja diese Schutzschuhe mit Schutz vor Terrainschaden. Wird jetzt wahrscheinlich nur noch ein HP haben oder so. Moment, wir kriegen gar keinen Schaden, kann das sein? So. Wir kriegen gar keinen Schaden. Tja. Schutzschuhe. Wer braucht schon Schutzschuhe? Ich habe gar keinen Terrainschaden gekriegt. Also, wenn zwei Sachen an dunkle Schatten vielleicht geändert werden gehören, dann dass man hier wirklich Schaden kriegt und dass, wenn diese Geister da oben sagen, du kannst nicht fliehen, dass man dann auch wirklich nicht fliehen kann. Aber ich habe es ausgenutzt. Vielleicht schützen mich auch diese Adamantiumsrüstung. Das kann ja auch sein. Steht halt nur im Tooltip nicht dabei. Bin ganz froh, dass ich die mitgenommen habe. Weg mit euch! Ich krieg schon richtig viel Schaden. Ich bin gespannt auf den Endkampf. Heilen wir uns mal schnell. So, um auf Nummer sicher zu gehen. Wie viel es mich wohl kosten würde an Heil-Items, wenn ich mich hier durchkämpfen würde. Dun, 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 dun. Das war, glaube ich, die Musik von Abraxas Turm. Ich habe gerade die letzten paar Minuten überlegt, aber das war, glaube ich, Abraxas Turm. Ich glaube, Gargash ist nicht mehr weit. Ja, wenn du irgendwas in Videospielen lernst, dann, wenn dir das Spiel so einen Raum gibt, bei dem du dich nochmal aufpowern kannst und speichern kannst, dann kommt im nächsten Raum irgendwas. Früher als Kind dachte ich mir immer, oh geil, Angriffsapfel und Tränke und sonst irgendwas. Und jetzt weiß ich, oh shit. Oh shit. Und die Mutter kommt nochmal zum Speichern her, ja. Hier könnte ich jetzt noch ein bisschen leveln, aber... Schön euch zu sehen. Vom letzten großen Kampf am Ende dieses Ganges. Zeit, Aridan zu befreien, ganz an ein Ende bereiten. Endlich zur Seele deines Vaters. Er wird für die Taten büßen. Okay. Wir sind bereit. Gut, denkt dran. Ich wünsche euch viel Glück.
Für die Schwachen und Unfähigen werden ihn besiegen. Guck an, aus Alex ist ja ein richtiger Mann geworden. Also hier könnte ich jetzt mit Sicherheit noch ein bisschen leveln, aber pa. Oh Leute, ich habe was zu tun. Kann ich da mal vorbei? Was ist denn hier los? Feuer und Eis nebeneinander, so sieht's wohl aus. Hilf mir! Oh, er ist noch kein Supermonster geworden. Bitte, beeilt euch, es ist heiß hier. Gargash ist hier. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein Zeitlimit, um Gargash zu besiegen, bevor die Lava zu hoch steigt. Das tat weh, du feige Sau. Du bist ein feiges Schwein. Das sieht doch nach einem Endbosskampf aus. Boah. Ihr törichten Menschen. Das Spiel vorbei, ich werde euch jetzt töten. Wow, seid ihr euch da sicher? Du schon wieder? Diesmal entkommst du mir nicht. Aus mit dir, du hast meinen Mann getötet. Und so sicher, dass ich ihn umgebracht habe. Jetzt langt es. Steh auf. Freunde sind auch nicht besser, alle tot. Halt's mal, die Mutter geht hier richtig ab. Steh auf, du schaffst es. Verdammt, ich kann nicht sehen. Jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich glaube an dich, macht schnell. Das wirst du bereuen. Tja. Alex, hilf mir! Komm nur her, Gargash. Ich habe Ultima-Steine, die auf dich warten. Ihr schwächlichen Würmer werdet jetzt sterben. Ich werde dich gegen deine Mutter kämpfen lassen. Du Schwein, schweig und gehorche. Töten. Nein. Tja, Alex' Mutter erscheint. Du bist nicht du selbst. Soll ich sie jetzt angreifen oder die ganze Zeit nur verteidigen? Ich werde euch töten. Mach sie fertig. Alex gelähmt, ach was. Ich hätte das Amulett wieder umtauschen sollen. Tja, probieren wir es mal. Angreifen. Ultima-Stein. Was? Oh nein, ich hätte verteidigen sollen, oder? Ah nein, ich habe sie getötet. Es ist vorbei. Ich weiß nicht, wohin ich jetzt gehe. Ah, mit der traurigen Musik. Ist das nicht rührend, du elendes Schwein? Ich mag die Musik. Die kenne ich auch aus Vampire Store, die mag ich richtig gern. Genau genommen habt ihr sie vernichtet, was macht das schon? Darunter war auch dein Vater, du hast meine Eltern getötet, das wirst du jetzt bereuen. Din, 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 din. 200 MP, okay, alle Verteidigungen fallen. Aber sonst passiert da, glaube ich, nichts mehr. Ich schau mal, ob man die stacken kann. Komm, noch ein Ultima-Stein. Ich will mal gucken, ob man die stacken kann. Was? Das war's schon? Ja, das wird wahrscheinlich nur Phase 1 gewesen sein. Ach, ich kann mich bewegen. Ich glaube nicht, dass ich diesen Hebel betätigen sollte. Warum denn nicht? Ist es jetzt der Part, wo er mich nochmal zwischenheilen lässt?
Was sollen wir machen? Das heilige Schwert. Ach, guck an! Das heilige Schwert. Gargash niemals aus diesem Schwert befreien können. Aber das hätte man doch gar nicht mitnehmen müssen, oder? Das hätte ich sogar beim Händler verkaufen können vorhin. Was hätte ich jetzt gemacht, wenn ich das Schwert nicht dabei gehabt hätte? Jetzt helfen wir Aridan daraus. War's das jetzt? Das war jetzt der heftige Kampf gegen was? Das war jetzt der Kampf gegen Gargash? Teleportiert er die Gruppe wieder in das Schloss. Es ist vorbei. Da stehen sie, die ganzen Freunde, von denen nur vier aktiv gekämpft haben. Unser Sieg brachte ein großes Opfer. Die Seele deiner Mutter nicht retten, es tut mir so leid. Vielleicht hätte ich sie doch nicht angreifen sollen. Naja, auf der anderen Seite hat die Mutter jetzt vielleicht ihren Frieden. Sie hat gesagt, sie weiß nicht, wohin sie geht. Aber vielleicht hat sie jetzt ihre Aufgabe erledigt und ist jetzt in diesem Himmelsdorf. Wir haben noch uns. Wir werden es schaffen, wieder glücklich zu sein. Ja, ich liebe dich. Ich weiß, ich dich auch. Schwert versiegeln, Gargash für immer gebannt bleibt. Gibst mir das Schwert, ich werde es verwahren. Danke, am besten erholt ihr euch erstmal. Planen wir unsere gemeinsame Zukunft. Verrotte in der Verdammnis. Ich habe so ewig lang drauf gewartet. Ist das das Ende? Klosterfreunde sind gerecht. Ich hatte dich leider nie wirklich dabei. Dich auch nicht, Wallner. Wüstenbewohner gerecht, niemand wird die Oase vergiften. Monsterflut ein Ende. Interessant wäre es, wenn ich neu laden würde und gucken würde, was passiert, wenn ich sie nicht angreifen würde, die Mutter. Ohne Monster ist das Diebesgeschäft viel leichter. Ich liebe dich. Und irgendwo, Moment mal, ich kann mit ihm nochmal reden. Denk nicht an, dass sie starb und wer glücklich sein. Sie ist für nichts gestorben. Hoffentlich wirst du mit Christine glücklich. Ah, ich hätte die Mutter nicht angreifen sollen. So kam es, Gruppe wieder aufteilte, jeder seines Weges ging. Teil dazu beigetragen, der Welt den Frieden. Also ich bin von dem Endkampf gegen Gargash hier ein bisschen enttäuscht. Zurück nach Lanar. Naja, dort gab es jetzt keine Monster mehr, aber auch keine Einwohner mehr. Ich habe die Einwohner alle umgebracht. Stadt wieder neu aufzubauen, Gemeinde neu auferleben zu lassen. Ich kann mich ja bewegen. Ich dachte, es ist eine Cutscene. Auf, mein Kind, es wartet noch viel Arbeit auf uns. Eine große Gemeinde mit vielen Gläubigen sein. Ist gut jetzt. Dieser blöde Pater, ey. Yuga, das Zufriedenheit, ne? Unsterbliches Dasein einigermaßen ungestört. Nehmen wir nur eine Klippe zurück und einst vergraben wurde. Untotes Dasein schöner machen. Vielleicht eine nette Untote? Mal sehen, wer dafür in Frage kommt. Ach, guck an. Moment mal. Könnte das vielleicht Aurora sein? Weil in Vampire's Dawn 1 im Schloss hängt Yugas Schwert, glaube ich. Und daneben hängt, glaube ich, ein Schild und auf dem Schild eingeritzt war der Name Aurora. Und auf dem Schwert halt Yuga. Vielleicht hat er sich eine hübsche Aurora gesucht. Zurück in den Wald lauerte auf unvorsichtige Passanten. Open Abenteuer. Ja, um sie zu fassen. Irgendwie ist das alles zu leicht. Dann werde ich ja bald stinkreich. Das wird ein Spaß. Tja, Mantis kümmerten sich weiter um die Beseitigung des Schwertes. Jemals wieder im selben befreit, unvollen Abenteurer, Schwert an gutem Ort versteckt. Den nur die beiden kannten. Ich meine, wenn ich ihn nicht verbannt hätte und das Schwert nicht dabei gehabt hätte, vielleicht hätte ich dann nochmal gegen ihn kämpfen müssen. Für die nächsten Jahrhunderte sicher verwahrt. Ich hoffe es, wir können nicht mehr machen. Wieder frei sein, in der Zeit wieder ein paar tapfere Helden geben, die ihn besiegen. Das klingt jetzt aber nicht nach dem wahren Happy End. So als ob, naja, Gargash ist halt verbannt. Und er kommt sowieso bald wieder.
Glücklich empfingen reichlich klares Wasser zur Verfügung. Zum Ehrenbürger auf Lebenszeit. Später der Bürgermeister. Allerdings so einen Bürgermeister in Shadan so gut wie gar nicht gebraucht wird. Irgendwie klingt es nicht so nach einem Happy End. Ja, dann baut man ein Rathaus. Wie wäre es mit da hinten? Da ist die heilige Stätte des Agnon. Und da unten, da auch. Die wollen gar kein Rathaus. Zurück nach Kronos. Drachen dazu, ein neues Kloster zu bauen. Gar keine Ahnung, wie man mit Steinen baut. Ich sag ja, das fühlt sich irgendwie komisch an. So, irgendwie, wir haben zwar den Bösen besiegt, aber irgendwie ist alles noch schlimmer als vorher. Und dann noch ein Keller und hier und dort. Christine, gemeinsames Haus, viel schöner als das in Juli. Zufrieden mit ihrem Leben. Denkt nur noch selten an seine Mutter. Ach, guck an, die wohnen auch in Lana. Oft Besuch von Angel und... positive Zukunft vor sich. Tja, ja. Geschmackvolle Einrichtung. Instinkte, mir gefällt's. Ach, Alex, küss mich. Ach, das ist ja zuckersüß. Wieso habe ich das Gefühl, dass gleich die Tür aufgetreten wird, zwei Vampire dastehen und die beiden einfach nur abschlachten? Weiß nicht. Ich muss irgendwie zu häufig an Vampire's Dawn denken. Angel wollte mich sprechen. Ich habe keine Zeit, dir beim Abwasch zu helfen. Wie bitte? Liebst du mich denn nicht mehr? Aber natürlich. Du kannst dein Abendessen vergessen. Du bist so gemein. Oh Mann. Jetzt kenne ich aber zumindest die Geschichte von Dunkle Schatten. Ja, Alexander Malex Koch. Ich glaube, er ist auf Marlex gekommen, weil in diesem einen Dungeon stand ja Master Alex und dann wegen Master und Alex Malex. Sowas, glaube ich. Tja, ja. Jetzt kenne ich die Geschichte von Dunkle Schatten. Das allererste Mal habe ich in Vampire's Dawn 1 in irgendeinem Wald davon gehört. Als Alex und Christine auf einmal aus dem Schatten aus dem Wald gesprungen sind und Gargash abgeschlachtet haben. Besser, ich verschwinde jetzt nach draußen. Wehe, du gehst jetzt. Ja, doch, ich gehe jetzt. Kann ich hier noch was looten? Irgendwie sind die Credits immer noch im Bild, aber das stört mich nicht. Kann ich hier nicht noch irgendwas looten? Irgendeinen Geheimgang oder so? Klick, 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 klick. Klick, klick, klick. Nee, nee, nee. Ja, komm. Tschüss, Christine. Da liegt's das Schwert ganz unauffällig. Irgendein Wanderer, der zufällig hier vorbeikommt, wird es mit Sicherheit niemals finden. Oder Gargash befreit sich von selbst. Ach, guck an, die Mutter. Ach, schau an. Ach, doch noch ein Happy End. Ja, jetzt haben sie sich getroffen. Ach ja. Schau, war's doch noch ein Happy End. War's doch noch ein Happy End. So, das war's für Dunkle Schatten. Der Endkampf war jetzt ein bisschen... Ich habe mir so viele Ultima-Steine gekauft. Guck an! Guck an! Wisst ihr, was ich aber noch kurz mache? Ich gehe nochmal schnell an die Stelle zurück, klick mich nochmal schnell für... bis zum Endkampf durch und will nochmal kurz gucken, was passiert, wenn ich die Mutter nicht angreife. Vielleicht tut sich dann was. Und genau das werde ich jetzt auch herausfinden. Das ist der Kampf gegen die Mutter. Mal gucken, was passiert, wenn ich sie nicht angreife. Abwehr, Abwehr, Abwehr. Ich guck mal ein paar Runden lang, was passiert. Ich wehre jetzt mal ab. Für, keine Ahnung, ein paar Runden, 10 Minuten oder so. Und mal schauen, ob sich da irgendwas ändert. Bei dem Kampf. Irgendwie...
Ich bin mir nicht sicher, aber gucken. Ah, Moment mal. Ja, mach sie fertig. Gucken wir mal, ob sich nochmal irgendwas tut. Also ich sitze jetzt hier seit ein paar Minuten und ich muss gestehen, hier tut sich nichts. Ich habe dann auch mal rein aus Interesse in die Datei reingeguckt von Dunkle Schatten. Und ich sehe, dass die Mutter, also in dem Kampf tut sich nichts mehr, und auch Gargash hat weniger HP als... Also sie hat, glaube ich, nur 60 HP. Also sie muss sterben, anders geht's nicht. Und auch Gargash hat, glaube ich, nur 400 HP. Was natürlich viel weniger ist, als er haben sollte. Es ist irgendwie geplant, dass der irgendwie über 15, 16, 17, 18 Runden überlebt. Und dann hat er auch immer irgendwas Besonderes zu sagen. Aber der hat nur so wenig HP, dass er halt jetzt direkt gleich stirbt. Ansonsten hat er halt ganz normaler Angriff, irgendwas mit Flammenwelle und normales Angreifen und so. Und irgendwelche Schattenzauber und sowas. Aber er stirbt halt einfach endschnell. Was ich glaube, ist, dass Gargash irgendwie vielleicht anders geplant war. Weil vielleicht in dieser überarbeiteten Deluxe-Version von Dunkle Schatten, da kam irgendwie vor ein paar Wochen eine neue Version raus. Mit Fehlerüberarbeitung. Vielleicht hat da der Entwickler irgendwas getestet und hat die HP von Gargash ein bisschen runtergesetzt. Um irgendwas zu testen, damit der Kampf halt schneller vorbei ist, dass er danach vielleicht irgendwelche... Ich spüre nämlich gar nichts, irgendwelche Nachkampf-Events oder so testen kann. Er sagt jetzt halt normalerweise immer irgendwas mit, oh, ich spüre gar nichts und ihr seid ja voll schwach und ihr habt ja gar keine Chance. Und er verarscht mich halt die ganze Zeit. Aber er ist jetzt eh schon fast tot, weil er hat, wie gesagt, nur insgesamt 400 HP. Das heißt, stirb, du Mistkerl. Ja, und dann war's das auch. Dann war's das auch. Ich meine, was ich machen könnte, ist, dass ich ihm mal mehr HP gebe. Dass ich mich mal wirklich anstrengen muss. Das kann ich mal machen, weil... Stirb! Halt's Maul und kämpfe, das ist aber nicht nett von dir. Und halt sich die ganze Zeit fleißig. Zack, weil er hat insgesamt nur 400. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich das Schwert nicht benutze? Erst muss ich noch meine Ex-Freunde vernichten. Was, erst muss ich meine Ex-Freunde vernichten? Hä? Seine Seele explodiert. Es ist niemals vorbei, wie dumm von euch. Ohne heiliges Schwert mich vernichten zu wollen. Ach, guck an. Mein Sohn. Vater, wie kann das sein? Ja, Vater und Mutter von Alex sind die man ja in der allerersten Szene getroffen hat. Gargash in mein Schwert gebannt. Er konnte sich befreien. Ihm die Kiste sperren, die du geöffnet hast. Meine Seele im Körper zu trennen, um sie in diese Kiste zu ziehen. Deswegen bekam er die Kontrolle über mich. Das bedeutet ja, dass du meine Seele vernichtet hast, die nur von Gargash kontrolliert für unseren Aussehen angenommen hat. Was? Ich bin endlich wieder bei deiner Mutter. Was? Ich hab also... Und dein Körper wird mein nächster Wirt. Was? Dieser Körper hat noch mehr zerstörerisches Potenzial. Was? Ach, ich bewege jetzt Gargash. Was? Wir sehen uns in der Hölle. Diesmal werde ich dich für immer vernichten. Was? Was ist denn das für ein Ende?
Jetzt kann ja niemand mehr helfen. Vor allem, wieso muss ich ihn kontrollieren? Jetzt hole ich mir die Weltherrschaft zurück. Aridan zu vernichten. Einfach nur den Hebel dort ziehen. Ach so, er hätte den Dialog, dass er vorhin kam, war eigentlich ein Fehler. Der hätte erst jetzt kommen sollen. Was ist denn das für ein Ende? Auf das die Welt erzittert. Was? So baute Gargash seine Weltherrschaft erneut auf, bis eines Tages. Ein neuer. Oder eine neue. Ich werde dich vernichten. Die anderen drei habe ich auch schon erledigt. Was? Alüde? Alüde! Ich kann nicht aufhören, an Vampire's Dawn zu denken. Die Sterne stehen gegen dich, das hat er doch schon mal gehört. Tja, und alles beginnt erneut. Was ist das für ein Ende? Ah ja, okay, alles klar. Schön, schön. Also behalten wir dieses Ende mal als nicht das wahre Ende im Hinterkopf. Aber jetzt habe ich es zumindest mal gesehen. Das passiert also, wenn man das heilige Schwert nicht dabei hat. Ja, ich bleib immer mal noch bei dem ersten Ende. Das ist für mich das wahre Ende. Also ist Dunkle Schatten durchgespielt, wir haben die Welt von Gargash befreit und das war's, meine Lieben. Das war's. Dunkle Schatten ist vorbei, jetzt kenne ich die Story. Wenn ich jetzt in Vampire's Dawn 3 noch was höre von Dunkle Schatten und Christine und Alex, weiß ich, worum es geht. Das war's, meine lieben Leute. Das war Dunkle Schatten. Jetzt heißt es, auf Vampire's Dawn 3 zu warten. Und sobald das erschienen ist, sehen wir uns wieder. Ansonsten, bis dahin, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal und ein letztes Mal. Ciao.